Eine Möglichkeit, Füchse im Winter zu bejagen, ist die sogenannte Baujagd. Baujagd heißt, dass man mit Hilfe von Hunden die Füchse aus den Bauen rausscheucht. Man steht dann draußen mit der Schrotflinte und versucht dann den flüchtenden Fuchs dann zu schießen. Da gibt es eigene Hunderassen, die dafür gezüchtet sind, die klein genug sind, dass sie da gut reinkommen. Das sind die Bauhunde oder auch Erdhunde. Dazu gehören die Terrier und auch die Teckel bzw. Dackel. Die würden einerseits sowieso schon vorher merken, ob der Bau aktuell von einem Fuchs besucht ist, das heißt dann befahren. Man kann es selbst auch an den Spuren erkennen. Wenn man jetzt näher an den Boden geht, sieht man, da sind einige Fuchsspuren. Es hat zwar heute in der Früh schon ein paar Flocken draufgesperrt, es könnte also sein, dass da jetzt einer drin ist. Die werden systematisch jetzt im Winter in der Paarungszeit kontrolliert, in der Hoffnung, einen potenziellen Paarungspartner zu finden. Manchmal liegen sie da auch tagsüber drin. Normalerweise, zwar bei schönem Wetter, sind Füchse nicht im Bau zu finden, sondern sind irgendwo oberirdisch. Aber wenn es miserables Wetter ist, also bei strömenden Regen, oder eben auch in der Paarungszeit, sind sie dann doch oft im Bau anzutreffen. Jetzt gehen wir gerade auf die andere Seite rüber, die andere Seite drüber von dem Rohr. Das Rohr würde dann hier rausgehen. Wichtig bei der Baujagd, der Fuchs soll möglichst wenig vorher mitkriegen, weil sonst kann es sein, dass er sich eher auf den Kampf einlässt mit dem Hund, was Verletzungsrisiko für beide bedeutet. Also möglichst unauffällig an den Bau heran. Hund auf einer Seite rein, dann wird ziemlich sicher sehr schnell der Fuchs auf der anderen Seite rausspringen und dann kann man ihn versuchen zu schießen. Also Baden-Württemberg, die rechtliche Regelung, Baujagd am Naturbau, mittlerweile verboten. Man hält das Verletzungsrisiko zu groß einerseits. Man weiß auch nicht, wo der Hund eventuell in irgendeine Sackgasse geraten könnte, dass man ihn dann ausgraben müsste, um das Risiko einfach generell zu reduzieren. Jagt nur noch am Kunstbau oder eben an solchen Röhren. Kunstbau, die werden also extra angelegt, dass man extra aus solchen Röhren mit so 20, 30 cm Durchmesser extra irgendwo in einen Hang einen Bau anlegt, den man regelmäßig kontrolliert, wenn man also Spaß an der Baujagd hat. Ansonsten könnte man einfach systematisch auch beim Pirschen mit dem Hund diese ganzen Röhren kontrollieren. Und wenn man Glück hat, steckt irgendwo dann der Fuchs drin und dann kann man den Fuchs schießen. Prinzipiell funktioniert das Ganze auch für den Dachs. Der Dachs springt aber wesentlich weniger gern. Der lässt sich eher auf den Kampf ein mit dem Fuchs. Da kommt es also eher zu Verletzungen für beide Seiten. Also von da machen es viele eigentlich nur gezielt auf den Fuchs. Und wenn man dann sehen sollte, dass da Spuren darauf hindeuten, dass der Dachs drin ist, dass man es dann lieber sein lässt, um nicht den eigenen Hund unnötig zu gefährden.